My name is Leo. Two questions for this burn. One question is what I'm doing here. Currently I'm helping build a burning peacock, which is over there and here on the floor. And best thing I've experienced so far, beer punkt, where we have beer from the tap. We are building the effigy burn, a beautiful peacock that will set his life into fire and to be born in fire. It's gonna be beautiful. I'm really into this project. It's my first burn actually, and what I've experienced so far is that everyone is contributing, everyone is actually working together and on such a sweet basis of cooperation. Love it. Oh, I'm helping to build an effigy in the form of a peacock. It's gonna burn, burn. It's gonna burn. What's the best thing you've experienced so far? Oh, yeah. Well, we've only been here a few days, but I have to say, the best thing was re-finding a drill bit that we lost in the grass. One of yours, you don't even know this yet. Yeah. And with a magnet. Quite a bonding experience. So, you got your drill bit back. Und es sitzen Herr Hans Bretter-Ebner und Leo Sauermann hier zusammen und wir reden über Schloss Schönbörn. Herr Bretter-Ebner, können Sie sich kurz mal vorstellen? Ja, mein Name, wie gesagt, ist Hans Bretter-Ebner. Ich habe vor rund 30 Jahren dieses alte Landschloss erworben, eigentlich zu rein privaten Zwecken. Wir hatten ein Wochenendhäuschen gesucht für die Familie und dieses hier gefunden. War allerdings schon ziemlich einsturzgefährdet. Okay. In rund einem Dutzend Zimmern waren die Decken bereits eingestürzt. Und wir haben 10 Jahre lang mit der Familie eine grundlegende Sanierung dieses denkmalgeschützten Gebäudes in Anspruch genommen. 10 Jahre lang gearbeitet und es dann kurze Zeit rein privat genutzt. Und nunmehr seit mehr als 10 Jahren finanzieren wir die Substanzerhaltung dieses Gebäudekomplexes, indem wir zahlende Gäste einladen, der unterschiedlichsten Form, so wie in dieser Woche zum Beispiel die österreichischen Börner. And we have some builder romance here. We got a builder romance camp here. It's Thomas and me, builder romance. He means bromance. Bromance. That's a bromance. And here is another bro. Come on, sit here, it's a bench. There is another bro here, which is Philip. Hey. Tabor. We just made a Tabor. Yeah, Tabor. And we made an effigy. And we have power tools. So and we get food from the food dream. Here is your food from the food dream. Mm. Thanks to Magdalena. Magdalena, thank you. Thanks for the food. We love it's you. Awesome. It's awesome. We eat healthy, it's vegan. Mm. And I think this is exactly the thing I came for. This is my best experience ever today. I'm fine. I got some alcohol. I have bromance. This is why I came, actually. This is why I came to Schönbörn. To eat with my friends here in the lawn. Food that we just got donated. Welcome to Schloss Schönbörn. I'm speaking while I have food in my mouth. Manners, man! Think of your manners! But he's alive. Diese Woche sind die österreichischen Börner auf Schloss Wetzlers. Wer ist den Rest des Jahres auf Schloss Wetzlers und was wird da veranstaltet? Ja, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gruppen zu Gast. Das beginnt bei Schülergruppen, die ihre klassischen Schulprojektwochen bei uns verbringen. In den Sommerferien große Jugendorganisationen von den Pfadfindern über die katholische Jungschar und ähnliche Gruppen, wo hunderte Jugendliche und Kinder hier ihre Sommerferien also verbringen. An den Wochenenden von Mai bis Oktober finden fast jede Woche große Hochzeiten statt. Hochzeiten. Geburtstagsfeste, Familienfeiern jeder Art, aber auch eher ungewöhnliche Gästegruppen kommen zu uns, Rollenspieler, Seminare, wo eine Woche lang geschwiegen wird und kein Wort gesprochen werden darf. Also wir erleben die unterschiedlichsten Menschen hier auf Schloss Wetzlers. Wir sind jetzt bei Julia und Patrick. Hallo, guten Morgen. Wir sind die Kitchen Volunteers. Wir wollen
Küche sauber. Wir wollen die Küche sauber halten. Die Küche wäre nicht eröffnet worden, hätte sich nicht drei Leute gefunden, die sagen, okay, wir schauen, dass die Leute hier ein bisschen ihr Zeug wegräumen. Und warum habt ihr euch gemeldet? Weil wir das hier brauchen. Es ist der Kaffee, ohne den funktioniert leider gar nichts morgens. Was war euer schönster Moment am Burn? Das Malen mit Neonfarben ist wunderschön. Im Bienen? Im Bienen, ja. Danke an Taz. Und die 3D-Brillen, war geil. Mir war ja der Burning Man sozusagen nur aus der Wüste von Nevada bekannt, ursprünglich. Und es war völliges Neuland für mich hier, also zu erfahren, dass es auch in Österreich hier quasi einen Ableger gibt. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie es das Organisationsteam geschafft hat, zum Beispiel in den letzten beiden Tagen, aus diesem Ambiente hier eine wahre Fantasy-Landschaft hervorzuzaubern. Und muss darüber hinaus also auch sagen, dass mir die Professionalität, mit der das organisiert wird, hier sehr gut gefällt. I'm here with Cori Nova. Cori Nova. I'm from Berlin. She's from Berlin. Born and bred. And we have been talking about Schönbrunn. Yes, we and have. And we think we have about 70 virgins here and about 230 burners. And you met some virgins and you had some conversations with them, yeah, right? Yeah, I did. Because in the past we've always had a lot of discussion about, you know, how many burners does it take to make it a burn? You know, is there a tipping point? Do we have to involve more burners? Do we take care of that? What is the radical inclusion element in that? And actually I talked to a bunch of people who are newbies here, or virgin burners. And these people are really attracted to this event because they've been to other events in the past that are not burns, but they're also about human connection. So that was the part that got them drawn towards this, which I thought was great. So they're really involved and really excited. Whoever talked to Cori and sees this video, give it a like. and write in the comments, thank you, Cori. man muss nicht unbedingt nach Amerika fliegen, um Burning Man zu machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in diese Community einbringe. Dass ich zum Beispiel, wenn es jetzt um CO2 geht und um den Planeten, dass ich mit nur wenig Energieaufwand so etwas erleben kann, eben hier in Österreich. Ich bin Matthias. Matthias, warum bist du gerade hier? Weil das ein Traum mit meiner Cousine zusammen war, mal zu zweit allein auf dem Burn zu fahren. Und das haben wir innerhalb von einem Monat realisiert. Cool. Wir waren erst auf dem Borderland und da haben wir den Entschluss gefasst und haben gesagt, ey, lass uns doch zum Schwimmen. Cool. Und dann haben wir Karten bestellt und sind hier. Matthias hat mir gerade meinen Hammer zurückgebracht. Yay! Sharing is caring. Sharing is caring. So, ich muss weiter. Du musst weiter. Ciao, Matthias. Tschüss, ja. Und wie heißt du? Thomas. Ich baue gerade so ein bisschen hier mit bei dem Effigy Burn. Ja? Und hier, ja, siehst du. Wir stecken da so ein paar Äste rein, damit es gescheit brennt. Klar nicht. Ich bin nur gerade vorbeigekommen und habe gesagt, hey, helf mal mit. Thomas, was war dein bester Moment bis jetzt am Burn? Ich glaube einfach das Ankommen bis jetzt. Also, wir sind halt reingekommen, es war noch schön ein bisschen Sonne von hinten, alles schön bunt. Leute sind nett. Ja. Vielen Dank für den Burn. Ebenso. Was hat Ihnen, Herr Bretter-Ebner, am Schloss Schönbörn 2019 besonders gefallen? Also vor allem der Name hat mich sehr beeindruckt, als ich mitbekommen habe, wie also im Organisationsteam überlegt worden ist, unter welchem Motto könnte man diese Veranstaltung hier stattfinden lassen. Und das erste Mal also die Idee aufgekommen ist, Schloss Schönbörn zu nennen, habe ich sofort gesagt, für mich selber, das ist es. Hoffentlich entscheidet man sich für diesen Namen und so ist es dann Gott sei Dank auch passiert. Also das hat super funktioniert, der Name. Was hat Ihnen noch gefallen dieses Jahr? Fällt Ihnen noch was ein? Naja, ich erlebe ja natürlich nur am Rande, was so passiert. Es ist für mich durchaus ungewöhnlich, also so viel Buntheit zu sehen. Das ist also nicht normal in diesem Schlosspark. Ne? Da stehen also 300 Jahre alte Bäume, die also keinen Laut von sich geben. Und auf einmal gibt es hier ein buntes, lustiges Treiben, das einmal was anderes ist. Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass es hier auch solche Veranstaltungen gibt, dass die Gegend belebt wird und dieses alte Gemäuer auch einmal etwas anderes mitmachen kann.
Ich glaube, es ist vor allem auch also sehr vorteilhaft, dass der Schlosspark in seiner gesamten Größe von 65.000 Quadratmetern von einer Steinmauer umgeben ist, sodass man hier also auch mehr oder weniger abgeschlossen sich verwirklichen kann. Ja. Hallo Mata Hari, das ist die Kamera, Kamera des Mata Hari. Mata Hari, was machst du am Burn? Was ist dein Beitrag? I want to do so many things, and my special contribution is, on the one hand, I'm hosting, organizing and performing the No Talent Show, and on the other hand, tomorrow I will do a heart circle. Mata Hari, what was your best Schloss Schönborn moment in 2019 so far? I can tell you the one from last year, and that this was especially the one where Mr. Gasoline asked me to go with him naked around the fire when there was the burn. And this was a very special moment for me. So I'm currently at Wizard's Keep, which in my head is always welfare, but it actually is a Wizard's Keep and they're wizards. The thing is that Wizard's Keep is a place where hippies come when they are stoned and when they are hit by a stone and they have a wound. And if you're hit by a stone and have a wound, you come here. There is a big first aid kit out there. See, that's their first aid kit. Ich habe heute noch eine Mission und die Mission ist Wolfgang und Murmel einander vorstellen. Rüstung Deutsch 1470 bis 1480 herum. Die ungefähr so ausschauen wird wie der Bruder da. Cool. Ja, Deal. Also wenn du das machst, ich wäre hin und weg. Ja, passt. Gut. Danke, Wolfgang. Dann mache ich das einfach. Das einzige, so eine Rüstung gehört gebaucht. Ungefähr eh so wie die. Ja. Das heißt, man wird nachher nicht mehr diese schlanke Form erkennen. Also das ist eigentlich die Taille. Bei dem Viech halt nicht, weil es anders, dann würde es einem nicht mehr passen, den Teddybären. Aber an sich sind, bei ihm kann ich es machen, dass ich die Teile gotisch korrekt hochsetze. Okay. Ich meine, der Mann, kann ich beginnen. Boah, es ist wirklich scheiße. Dann halt es passiert tatsächlich. Wir haben 2:30 und ich höre den Schmied schmieden. Ja, wird langsam. Ich hab dir was Gutes und mir was Schlechtes getan, indem ich das Blech gekauft habe. Das ist ein Edelstahlblech. Habe ich gesehen. Das hab ich gesehen. Nicht, aber dafür ist es, als ob man auf eine Feder drauf hat. Dafür das Reiben war gar nicht so schlimm, aber das Ausschlichten. Und ich bin drauf gekommen, dass ich die Kugel vergessen habe, über der ich das hätte arbeiten wollen. Ja, kaum ist laut. Oh mein Gott! Look, this they are cute. Yes, they're amazing. Whatever, you can at least try to if you want to wear all these things. The cylinder is reserved for Saturday evening from Mr. Mata Hari. Everything else is still available if you want to wear it. Wow. Oh my God. This is amazing. What do you want to tell her with by that, huh? Nothing, nothing. Hello, Mr. Camera. Hello, Mr. Camera. So, what's your name? My name is Gregory Jackson Haley the First. Right now, I'm clearing the dirt around the fire circle. So here? Around the peacock. Grabbing a little something there, bringing it over here. And saving and protecting the lawn from the burners. Yeah, so we can just put it right back right when we're done. What has been your best experience so far on the burn? Mainly just helping everybody so far with whatever it is they're doing. I got a chance to work with Janina with the deco, which was the first time I've really done any decoration, and
Yeah, I think I did a wonderful entryway here over with that looks kind of like a spiderwebby thing, which is supposed to look like royalty. So I failed, yet I won. The castle there in the entry, or which one? Jabl. And the one on the that one right there, correct. Oh, you did the thing on the castle with Janina. Yeah, with Janina. Well, I used Janina's stuff to make it. Yeah. Oh, good. Good. Yeah, it was good. Sorry. You're talking to a fairly new burner. This was my second burn. Oh. And I enjoyed it very much. So, what was your best experience so far? This year, I really enjoyed the bonfire. Mm. With the hippies and singing and jamming a bit. But in general, I find it really nice to see how all those beautiful people express themselves in the very moment, and yeah, how they enjoy themselves watching them. What are you doing right now? Having breakfast, eating chocolate, having coffee, you had enjoying the sun. I see a proper breakfast here. Like there is some leftovers, they have hummus, they have milk. They ate some fruits, they even have nuts, I think. Some of them were nuts. Yeah, and chocolate. And chocolate. And so this is not just a chocolate breakfast. Chocolate is just dessert. Dessert. Yeah. Perfect. It's about 1 o'clock and we are reporting here live from Schloss Schönbrunn. People are having breakfast. Over and out, back to you. This sword was lost. Now it is back, the Playa provides. Thank you, Wolfgang. Now to you. Now to me. My name is Oz, like the Wizard of. And crazy shit. I confirm, his name is Oz. He does crazy shit. What shit have you done on Schloss Schönbrunn? I created a dance floor with amazing visuals and music, and I played music at the burn, and I give massages and spread love and hug people and. What has been your best experience on Schloss Schönbrunn 2019 so far? The dance floor that I created on Thursday night. The dungeon. The dungeon. With amazing visuals and light show and. And fog. And the fog machine! Mehr Nebel! Mehr Nebel! And the amazing people who enjoyed dancing to my music. I don't do this for me only, but also for all the people, and seeing all those happy faces, those enjoying people, makes me happy. How did you experience the burn night? It was a fucking great vibe, but I was too far away from the fire. Because what were you doing? I was DJing. And again, as typically, Oz is the DJ at the burn. But it was amazing, and people loved it, and the feedback was great. And yeah, I thought I'd play for an hour, but then I played for three because it was so good. Well, you have to choose your battles wisely. Yeah, exactly. That one was definitely the one that had to be chosen. And you won. You won. I don't know if I won. No, I succeeded. Everyone gave you a hug. Like everyone was shouting, Oz, 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 Oz around the campfire at one point, I remember. Yeah. It was great. So some of them already know your name. Yeah. But to be honest, everyone knows Oz, and the question could you choose yourself was pretty, pretty, maybe we'll cut it out. Everyone knows Oz. Anything else we want to add? I don't think so. Spread more love! Spread more love! It's a good start to spread love. Was mache ich? Ich werde heute Ingrid vom Bahnhof abholen oder vom Bus. Hallo Ingrid, ich frage schon nach dir, wo du bleibst. Ich liebe dich. Hallo Ingrid. Wenn wir das auf YouTube gucken, jetzt liken und subscriben, kick subscribe. Grüße an SVD los, ihr seid Helden. Was war mein bester Moment am Burn? Ich finde, dieser Moment aktuell ist mein bester Experience am Burn, weil mein Videoprojekt gut läuft. Wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr kein Video. Und die Frage, wenn man Videos macht für Burning Man, ist immer die Frage des Konsens, dass man alle fragt, ob sie bei dem Video mitmachen wollen und ob sie abgebildet werden wollen. Dafür muss man mit den Leuten sprechen. Man kann nicht einfach nur in die Menge schießen.
die viele Fotografen können mit dem Prinzip nicht umgehen. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mal mit dem, um ein Format zu finden, bei dem es funktioniert für mich. Aber kurz dazu, ich rede die Leute an, frage sie, ob sie im Projekt drin sein wollen. Ich zeige allen diesen Zettel hier. Das ist ein Content-Zettel mit Prinzipien. Das empfehle ich auch Leuten. Also es funktioniert sehr gut. Und ich stelle die Kamera als This is Mr. Camera. We're talking to him right now vor und ich introduce, dass man in die Kamera sprechen soll und laut und deutlich sprechen soll, weil das Mikrofon dieser GoPro jetzt nicht der Hero ist, wie die Kamera heißt. Herr Bretterebner, wollen Sie, dass wir nächstes Jahr wiederkommen? Aber natürlich. Ich muss dazu sagen, weil Sie die 10 Prinzipien angesprochen haben, da war ich ja durchaus skeptisch am Anfang, ob das wirklich auch der Wahrheit entspricht. Und ich muss sagen, ich war angenehm überrascht, dass tatsächlich das Prinzip Leave No Trace zum Beispiel perfekt eingehalten wird. Ja? Also ich muss sagen, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich mich nicht freuen sollte, wenn die Burner auch nächstes Jahr wieder zu uns kommen. Na ja, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn wir das jetzt hier mal auf YouTube gucken und dann planen, was wir nächstes Jahr machen sollten, kommt her, wenn ihr schon hier wart, kommt wieder. Wir sind willkommen und die, die mal Burning Man in Österreich erleben wollen, ist herzlich eingeladen. Tipp dazu, kümmert euch früh um die Memberships, legen wir ein paar Monate vorher auf. Das heißt, man kann so im Mai, Juni anfangen, ein Membership zu kaufen, um hier teilnehmen zu können. Und wir sind am Ende immer, sind alle Memberships weg. Okay, das war's.